Under the sea. Das ist, wo geht's denn da hin? Achso. Und sonst nirgendwo hin? Ist ja Fahrt. Ne, sonst nirgendwo hin. Tatsächlich. Naja. Und gehen wir halt einmal wieder zurück. Back to the roots. Naja, gut, so weit gehe ich noch nicht zurück. Habe ich immer meinen Kackstift? Sehe ich den noch irgendwo? Ich glaube, der ist dort hinten. Ja. Ja, was haltest du von dem geilen Plan? Von welchem geilen Plan? Na, wenn die Menschheit beides könnte, unter Wasser atmen mit den Kiemen, wenn sie welche hätten, und an Land mit der Lunge, das wäre doch so geil. Dass wir es mir auch noch mehr verschmutzen, als es jetzt schon ist, oder was? Ich glaube, das können wir nicht noch mehr ruinieren, als was jetzt schon ruiniert ist. Ich sag nur Überfischung. Ich sag nur Zerstörung des Lebensraums wegen, weiß ich nicht. Wo ist denn da der Schleimling? Ah, da hinten. Wegen überall hinbauen, Wasser weg, etc. Das glaube mir, das wird bald so dermaßen arg sein. Schleim. Pfui. Schau dir das mal an, zum Beispiel die Jahrhundertflut zum Beispiel, ja, was jetzt da war. Deutschland, Österreich zum Beispiel, was am schwersten betroffen war, ja. Mhm. Das war zuletzt 2002, ja. Und da haben sie gesagt, das ist eine Jahrhundertflut, die wird so schnell nicht wiederkommen, ne? Mhm. Die reden so viel, wie der Tag lang ist. Ja, aber früher hat es doch auch nicht gegeben, Gernot. Ich meine, ich lebe jetzt erst 25 Jahre auf dieser... unter Anführungszeichen schönen Welt, ja, wenn man es so sagen kann. Aber so eine arge Flutkatastrophe, ja, seitdem ich mich erinnern kann, hat es nicht gegeben. Das einzige Mal, wo 2002, ja, und das war's. Klar, ja, bei uns die Donauinsel etc. ist auch schon des Öfteren über die Ufer kommen, ja. Keine Frage, aber so extremstens, ja, wie 2002 und wie heuer, ja, ne. Und das Beste gefällt mir ja immer, wenn's dann sagen, ja, na, das ist die globale Erderwärmung, genau. Ja, das ist die globale Erderwärmung, ne? Und vor 2 Monaten haben sie gesagt, dass die globale Erderwärmung doch nicht so schlimm ist, weil nämlich die Temperaturen zurückgegangen sind. Also, bitte, was jetzt? Entscheidet euch, was wollt, ja? Die wissen doch selber nicht, was reden. Und für alles und jeden, man kennt es mittlerweile schon in der Menschheit, für alles und jeden braucht man einen Sündenbock. Ja. Und ja, da ist halt die globale Wettererwärmung dran schuld. Ne? Also, nicht, weil die Menschheit zu blöde war, Gebiete zu lassen, die die Natur so geschaffen hat. Nein, da muss man ja unbedingt einen See oder einen Fluss oder wurscht was, einfach ein neues künstliches Flussbett machen und den Fluss umleiten, nur damit man jetzt gerade dort just am Ende eine Stadt hinbauen kann. Und das verstehe ich nicht, weißt du, was ich meine? Wenn du die Stadt, weiß ich nicht, 500 Meter woanders hinstecken würdest und den Flussverlauf so lassen würdest, wen stört das? Wen stört das? Kann. Aber der Bauindustrie. Ja, wie gesagt, dann wundert es mich nicht, warum immer mehr und mehr Flüsse, Seen etc. übers Ufer treten. Ja? Mich wundert es nicht mehr. Die einzigen Geschichten, die was wirklich gut gemacht haben, sage ich jetzt einmal, ist in Österreich die Stadt Wien. Mit ihren, unter Anführungszeichen, mit ihrer künstlichen neuen Donauinsel. Weil da haben sie gleich zwei, sage ich jetzt einmal,
Flussbeete, wo es quasi, wo das Wasser abgelaufen werden kann, ne? Genau. Und wenn die alte Donau zum Beispiel, ja, überflutet ist, scheiß drauf, machen sie einfach die neue Donau auf, ne, und fertig. Aber so wie bei uns zum Beispiel in Niederösterreich, ja, wo, weiß ich nicht, wenn es jetzt weiter so gegangen wäre, in, da hat wirklich bei uns 2 Zentimeter gefehlt, dass die Autobahn überschwemmt wäre. Ja. Du hast nämlich bei der Donau-Ufer-Autobahn, so heißt bei uns die A23, hast auf der rechten Seite Felder. Ja. Und die waren original so weit überschwemmt, dass du wirklich nur Wasser gesehen hast. Ja. Du hast glaubt, du fährst, weiß ich nicht, wie in Hallstatt oder sowas, neben See. Ja. Mhm. Geh mal schlafen. Muss man noch sagen, wann? Jetzt. Der Zippo-Man. Zippo-Man kennen. Ja, na, ich bin ein leidenschaftlicher Zippo-Sammler und benutze die auch gern. Weil sind auch wiederum. Ganz wirklich von jedem Scheiß ein Thema machen, ne? Nehmen wir zum Beispiel Feuerzeuge her, ja? Mhm. Die heutigen Feuerzeuge, ja? Da kaufst du ein Feuerzeug, ja? Erstens einmal ist es halb voll, Klammer halb leer, ja? Wenn du es schon gekauft hast, ja? Zahlst dafür horrende Preise wie unter Anführungszeichen 1,20 Euro, ja? Mhm. Für ein kleines Big-Feuerzeug, ja? Und dann ist nach, weiß ich nicht, 4-5 Tagen leer, ja? Und ich finde es einmal überhaupt eine Frechheit, dass überhaupt ein halbertes verkaufen, ja, ein halbvolles. Ja. Ich zahle für ein ganzes, ja, und nicht für ein halbvolles. Ja. Was schmeiße ich denn weg? Scheiße, auf die Schleimbälle. Und da muss ich sagen, ist ein Zippo wirklich cool. Ja. Weil das kannst du wieder auffüllen, das ist eigentlich fast nicht so tot zu kriegen. Kannst nachfüllen, wann du willst, den Docht kannst verlängern, du kannst alles damit machen. Brauchen wir die Eier? Ja, Pflastersteine brauche ich gerne. Da muss ich sagen, ist liebe Zippos. Das Problem hast du ja in der heutigen Zeit überhaupt überall mit den Größenangaben zum Beispiel. Ja. Nein! Was? Warum? Warum, du dummer Creeper? Warum? Ah, ein Creepsy irgendwo. Im Feld. Nein. Bei deinen Kühen. Jetzt sind die ganzen Kühe ausgekommen. Ja, macht's Kühe, was wollt's, ist mir scheißegal. Weißt du, da läuft man noch weg, macht der Boom. Unnötig, für was läuft man weg, da kann ein kleiner Dude stehen bleiben. Ja, Freunde, und ihr hört gerade live Radio Gernot beim Auszucken. Ja, das kann's ja nicht sein, das ist ja asozial, ehrlich. Das ist ja mehr als asozial, Leute. Jetzt weiß ich auch, warum jeder Mensch Creepers hasst. Er will doch nur kuscheln mit dir. Oh, wie cool ist denn das bitte? Nein, ich gehe jetzt nicht in eine Unterwasserhöhle rein. Sonst komme ich überhaupt nirgendwo hin. So, wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Ich brauche noch immer. Obwohl, das könnte ich mit Eichenholz auch machen, oder? Nein, Blödsinn. Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Kann ich bitte zuerst einmal die Kühe wieder einfangen? Ach so, ja, na klar, ich glaube, das hast du schon. Nein, keine Frage. Ganz, keine Frage. Ich wäre gern soweit, aber die Kühe, weißt du, das. Ja. Die sind jetzt alle frei. Weil die bleiben wir nicht dort drinnen einfach. Nee, nicht, die rennen dann sofort weg. Hab ich eigentlich noch? Ja, ich kann ja noch ein Bett erstellen.
Andererseits brauche ich kein Bett erstellen. Na, was musst du mich so an, Kuli, hä? Nehme ich mein Bett einfach wieder mit. Zack. So, wo war mein Stempel, bevor du das große Nein geschrien hast? Achso, mit Größe, ja, genau. Das gleiche ist ja zum Beispiel, was ich überhaupt extrem geil finde, ja. Der Verpackungsinhalt von Chips zum Beispiel. Schaut extrem groß aus, die Packung, ne? Freut sich auch in jeder. Cool, geil, ja, große, viele Chips, ne? Machst die Chips-Packung auf. Jo. Hälfte davon sind Chips. Die Hälfte davon, die andere Hälfte. Ist Luft. Und weißt du, was das Geilste dann ist? Wenn man dann so, sagen wir mal, ich lasse mich zu sehr von Höhlen ablenken. wenn sie dann quasi die Verpackungsindustrie oder die Industrie ist generell dann als Ausrede benutzt, ja, das ist ja vakuumverpackt, ne? Dass die Chips nicht zerstört werden. Aber interessanterweise, wenn ich Hofer-Produkte kaufe, wo keine Vakuumprodukte drinnen sind, ja, sind auch ganze Chips drinnen. Ja, natürlich kann es vorkommen oder kommt es vor, ja, dass Chips teilweise abgebrochen sind, ja, oder weiß ich nicht was, ja. Aber mal ganz ehrlich, Leute, ja, ihr esst das doch sowieso, ja. Das kommt sowieso zerkaut und zerkleinert im Magen rein. Also ist doch scheißegal, ob ich jetzt einen ganzen Chips im Mund stecke, ja, oder einen halberten, oder? Meine Meinung, was sagst du dazu? Ich meine, jeder hat seine eigene Meinung. Mhm. Bin ich voll deiner Meinung. Oder in die armen Länder zum Beispiel, ja. Die würden sich um ein Packung Chips freuen. Jetzt, die würden sich um Brödeln freuen, ja. Aber nein, die feinen Herrschaften, die sind ja so pingelig und da kommen nur ganze Chips in die Packung rein und dafür zahlt man extrem viel, ja, Kellys oder keine Ahnung, ja. Zahlt man, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, wie viel ein Packel Chips mehr kostet, ich esse schon lange keine Chips mehr. Ich renne mal nach Hause. Aber, jo. Haben wir mal eine Reportage gesehen, zum Beispiel über Cashew-Nüsse, über Cashew-Kerne, ja. Ich meine, okay, jetzt ist mir klar, warum die so teuer sind, ne? Weil sie in den ganzen Ländern die noch von Hand abbrocken, also abpflücken zum Beispiel, ne? Aber das ist ein Wahnsinn, wenn man weiß, ja, wie die Verpackungsindustrie, beziehungsweise wie die Industrie generell eigentlich einen Vogel hat, ja. Denn nur die besten Nüsse kommen in diesen und dieses Produkt und ja, die was halt abbrochen sind, etc., die kommen halt in ein No-Name-Produkt. Aber jetzt, da haben wir es ja zum Beispiel, ja, im No-Name-Produkt, ja, sind oft die gleichen Sachen drinnen, ja, also wie im Markenprodukt. Ach, sehe, was da schaut so aus. Was hast du mit den Kühen gemacht? Hat's ein Psst gemacht. Ja, du hast einiges. Bitte hilf mir mal, René. Ja, ich hab keinen Platz. Kommt's, Kühlis. Kommt's rein da. Die flüchten jetzt wieder. Schau, René, statt dass du das eine lockst. Ja, wenn es mir nicht folgen. Man muss kurz stehen bleiben. Hallo. Komm. Na. Mach kurz die Tür zu. Ich mach da wieder auf. Na gut, die, was du schon geschwängert hast, die hören auf mich nicht mehr. Na, warte kurz. Warte kurz einmal. René, renn mal mit mir ganz hintere. Jetzt trickst du mir so aus. Sie sollen mir so lange folgen, bis... So, da.
Na kommt, Coolies, kommt.